alle zusammen. Ja, was seht ihr denn hier? Heute geht es mal um ein wenig Kosmetik. Heute wird ein wenig mit Farbe hantiert. Ja, was habe ich vor? Ich habe ja hier den Wasserkran montiert und auch um dieses ganze Gebiet herum ein wenig modelliert. Dazu habe ich diese Modellbau-Knetmasse genommen. Und mit Vogelsand das ein bisschen die Unebenheiten ausgebessert. Dazu braucht man einen feinen Spachtel und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Ja, bei mir auf der Anlage sieht das alles ein bisschen krumm und schief aus und das ist auch gewollt so. Nämlich, ich habe was dagegen, wenn das alles hier gerade Linien gibt und die Straßen gerade sind. Bei mir ist das alles ein bisschen kurvig und krumm und schief und auch die Farbe ist ein wenig anders. Viele benutzen ja diese blöde Fallerfarbe. Und so sieht es fast auf jeder Modellanlage einheitlich grau aus. Ich mische das alles ein bisschen nach eigenen Vorstellungen. Dazu nehme ich hier diese Abtönfarben. Die sind günstig. Man kann sie mischen, sodass man immer unterschiedliche Farben hat. In der Natur sieht es ja auch nicht alles gleich aus. So, bevor ich hier anfange, werde ich erstmal hier ein bisschen freies Schussfeld machen. Dazu lasse ich mal hier erstmal die freien Schussflächen ausmachen. So, einer ist weg. Und die 225 wird auch da verschwinden. Das wird ja gesagt, eine Modelleisenbahn wird nie fertig. Ja, meine ist im Grunde fertig. Also da wird nichts abgerissen, wird auch nichts erweitert. Die bleibt so, wie sie ist. Nur es gibt immer kleine Ecken, die es gilt zu verschönern. Sei es nun mit Farbe oder es werden ein paar neue Bäume gesetzt. Es ist immer was zu tun. Und das ist, ja, bringt auch Spaß. So, jetzt habe ich erstmal hier ein wenig freies Schussfeld gemacht. Ja, ich habe ja schon ein bisschen dunkelgrau hier aufgebracht. Das wird nachher noch ein bisschen verfeinert. Soll noch ein paar Fahrspuren hineingebracht werden und so fort und so weiter. So, und dazu benutze ich diese Schminke hier, also das sind Pigmentfarben. Das sind so kleine Töpfe, die kann man entweder trocken aufbringen oder mit Wasser vermischen. Bleibt jedem selbst überlassen. Wie gesagt, das sind so eine kleinen Töpfe hier. Ja, dazu hat man dann auch Pinsel verschiedenen Größe, ganz kleine. Größere und so weiter und so fort. Mitunter kommt auch ein bisschen Aquarellfarbe ins Spiel. Ja, und dann wollen wir anfangen. Zuerst gibt es eine kleine Stellprobe. Mal sehen, wo mein Kohlebansen hinkommt. Ich werde ihn wahrscheinlich hier hinsetzen.
Den kann man immer wieder woanders hinstellen, je nachdem nach Lust und Laune. Dann habe ich hier mein Förderband. Und natürlich hier den Wasserkran. So, und das ganze Gebiet hier wird jetzt erstmal ein bisschen farblich behandelt. Zuerst fange ich immer mit hell an. Nachtdunkeln kann man immer. So, der geht erstmal hier weg. Und der auch. Kommt erstmal ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Wasser zugemischt. Ja, nachher wird dann noch ein bisschen Grün draufgebracht. Nach Lust und Laune. So, um den Wasserturm wird das nachher ein bisschen dreckiger. Auch unter der Förderwand wird dann ja noch schwarz kommen, fällt ja doch mal der ein oder andere Brocken Kohle runter. Weil diese Modelliermasse ist nicht schlecht. Da kann man auch zwischen den Gleisen das aufbringen. Muss natürlich darauf achten, dass es nicht zu hoch wird. So, ich versuche dann noch mal hier mit Klarlack so ein wenig Wasser zu simulieren, damit das ein bisschen aussieht, als wenn da was daneben gelaufen ist. Und um den Wasserkran kommt dann auch ein bisschen Grünzeug. Wenn ich wo Wasser ist, da bildet sich auch leicht Unkraut oder Gras. So, hier werde ich auch ein bisschen naja, ihr seht ja schon, wie es hier weitergeht. Ich werde euch dann später das Endergebnis zeigen.
So, mit diesem Blick verabschiede ich mich von euch, sage Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Just a